Ja, und deswegen läuft das eben das 25er Modell so geil. Ja, und. Ey, Jan, was machst du denn da? Hey, da ist Auto. Ja, der 925er RAM. Ja, den können wir uns jetzt mal anschauen, oder? Was hast du denn da gemacht? Ich, ja, ist das was, also der hat ja ein Lenkrad. Der hat ein Lenkrad. Ja, wie es der Zufall will, habe ich zufällig mein Mikro dabei. Ja, steig doch mal aus und dann gucken wir uns mal die Kiste hier an. Ist ja eine neue geile Kiste, aber was ist das hier genau? Ja, wir haben hier endlich den neuen 2025er RAM. Und was ist daran so neu, außer praktisch die Zahl vorne? Der Motor und die Optik. Was ist denn an der Optik neu? Ja, Scheinwerfer, Kühlergrill. Also, er hat diesmal Scheinwerfer? Er hat diesmal Scheinwerfer. Ja, ganz markant vorne. Eben hat der Laramie, wir stehen hier vor einem Laramie, ja. Der Laramie, ähnliche Scheinwerfer zum Limited. Neuen Kühlergrill haben wir, das RAM-Zeichen ist nun etwas weiter oben. Neue Räder, neue Felgen. Was ist an den Felgen neu? Die Optik, das Design. Ach, die Optik. Genau, das Design ist eben jetzt ein ganz neues Design. Kennen wir so noch nicht, aber wieder glanzgedreht in Schwarz. Das ist ja doch wieder ganz klassisch, passend zum restlichen Chrom vom Fahrzeug. Und eben die Rückleuchten. Die Rückleuchten sind auch noch anders. Die schauen wir uns auch mal an. Ja, das sind die neuen Rückleuchten. Aktuell leider noch mit Halogen, weil es ein bisschen Probleme mit der Homologation gab hier in Deutschland. Aber was dafür ganz schön ist, wir haben eine größere Kennzeichenaussparung. Du kriegst größere Kennzeichen rein. Das ist gut. Das ist gut. So, dann sag nochmal was zur Motorisierung. Ja, der Motor ist etwas kleiner geworden. Das ist ja erstmal schlecht für uns amerikanische. Erstmal alle auf, aber ich muss wirklich sagen, wir sind ja jetzt schon ein bisschen gefahren. Und das Modell fährt sich gut. Es fährt sich wirklich gut, es fährt sich agiler, es fährt sich besser. Und was natürlich ein schöner Vorteil ist, er ist sparsamer. Was heißt das? Naja, auf den Autobahnen verbrauchst du so um die 10 Liter. Das ist ja schon echt wenig für so eine Kiste. Ja, das ist super. Okay, hat er ein Gewicht auch verloren? Etwas, ja. Wir haben natürlich einen kleineren Motor. Die genauen Differenz, die kann ich gerade nicht genau sagen, aber er ist auf jeden Fall leichter geworden. Klar, es fehlen zwei Zylinder, es ist alles ein bisschen leichter geworden somit, ja. So, und also er ist auch langsamer anscheinend dann? Er ist schneller. Es gibt mehrere verschiedene Ausbaustufen, es gibt drei verschiedene. Es gibt einmal einen V6, den werden wir aber in Deutschland wahrscheinlich nicht sehen. Den gibt es im Tradesman, einem neuen Modell und im Bighorn. Und was wir dann eben noch finden, ist der Motor, den wir hier drin haben. Den 6-Zylinder Biturbo-Motor in Reihe 6-Zylinder mit 420 PS, knapp über 650 Newtonmeter. Und was eben sich, oder was der schönste Motor dann wird, ist der ganz große, der High-Output-Motor, so nennen die den, mit 540 PS. Der wird es dann aktuell aber nur im Limited, im RHO, quasi dem TX, dem neuen TX geben und den Tanksen. Ein ganz neues Modell, noch über Limited, also die höchste Ausstattungsvariante quasi. Ja, du kannst mir natürlich viel erzählen, ob er gut fährt oder nicht. Das müssen wir jetzt mal selber testen. Lass mal eine kleine Runde fahren. Können wir machen, gerne. Ja, hat sich jetzt innen drin noch was verändert? Bei dem Modell nicht großartig, aber was es jetzt auch bei dem Modell ganz markant gibt, ist, du hast jetzt Drive-Modes, wie beim TX. Du kannst Sportmodus, Schneemodus, Automatikmodus, du kannst alles verstellen. Ansonsten hat sich innen leider nicht wirklich viel getan. Also das ist wirklich, das sind minimale Unterschiede, ganz kleine, minimale Details, wie zum Beispiel, dass wir jetzt Holz wieder in den Türen haben und so weiter und so fort beim Laramie. Ja, ansonsten die richtig, richtig geilen Modelle, die von innen dann auch wirklich einen großen Unterschied machen, sind die Limiteds. Die Tanksen, und es gibt ein neues Modell und eben auch der RHO, der Bruder vom TX quasi jetzt. Ja. Und die haben dann eben Massagesitze, eine große neue Soundanlage, die Sitzverstellung nur in den Türen, ein Beifahrerdisplay und so einen ganzen Schnickschnack. Also da können wir euch auch mal ein paar Bilder einblenden, die Liste ist wirklich ellenlang und da hat sich wirklich was getan. Also das sind wirklich richtig geile Modelle. Wobei der Laramie auch gerade mit seinem Startpreis von 79.000 Euro neu wirklich gut dabei ist. Also die V8-Modelle sind noch etwas teurer aktuell. Und da finde ich, kann man sich nicht beklagen. Der Motor fährt sich sehr gut.
Es wird drei verschiedene Motorvarianten geben. Wobei die V6-Variante, die wird es wahrscheinlich nicht in Europa geben, sondern nur in den USA. Die gibt es dann auch nur für den Tradesman, auch ein neues Modell, eben noch unter Bighorn und den Bighorn. Und den Bighorn, ab dem Bighorn wird es dann aber auch diesen Motor, den wir hier drin haben, geben. Das ist ein 3 Liter 6-Zylinder, rein 6-Zylinder mit Biturbo-Aufladung in der 420 PS-Variante. Den gibt es dann auch nochmal im RHO, Limited und Tungsten. Die drei Modelle haben den großen 3 Liter 6-Zylinder Motor mit 540 PS. Die sind dann wirklich rasant schnell. Und die Ram Charger und elektrischen Varianten haben knapp über 600, 660 so. Da wissen wir aber noch nicht, wann wir die kriegen. Und die sind relativ selten. Wann sind denn... Nee, warte, fahr nochmal. Die genau, hinter der Brücke nach links. Ah, okay, ja, dann. Also wann kann ich jetzt mit den ganzen Modellen rechnen? Ja, also die Laramies, die kommen jetzt schon und die Limiteds, die kann man auch schon bestellen. Allerdings ist noch nicht ganz klar, wann wir die bekommen. Müssen wir auch noch schauen. Die Startpreise sind natürlich auch relativ hoch. Da wollen wir jetzt aber noch nicht so viel zu sagen, weil das kann sich immer noch mal ein bisschen ändern. Aber man kann so viel sagen, dass die auf jeden Fall ein bisschen teurer werden als die alten Limiteds. Ja, ich bin mal gespannt. Ja, dann lass uns das mal alles einblenden, das ganze Zeugs. Und jetzt schauen wir uns mal das Auto von außen noch mal an. Nee, Cut. Da haben wir ja schon. Okay, sehr gut. Gut, sonst... du kannst aber fragen, wie er sich fährt. Also ob er jetzt logisch merkt, beim Fahren. Ja. Ja, wie fährt sich denn dieses Gefährt? Es fährt sich wirklich gut. Ich fahre jetzt nicht das erste Mal, ich bin ja schon knapp 100 Kilometer mit dem Auto jetzt mal gefahren. Und man muss wirklich sagen, das Fahrzeug fährt sich besser. Man glaubt es kaum. Natürlich fehlt es so ein bisschen, wenn man reintritt und sowas. Ich muss rein, ja. Achso, hier. Also okay, ich lasse jetzt. Okay. Ja, wir fahren einfach nochmal 100 Kilometer, damit ich jetzt auch so ein Gefühl kriege. Das Fahrzeug fährt sich schon deutlich agiler, muss man sagen. Der V8, der war relativ träge in seiner Leistungsentfaltung. Wenn du Gas gegeben hast, hast du ein bisschen gebraucht. Der klassische Saugmotor, Saug V8. Und hier hast du eben direkt den Druck. Du fährst, was Alex meinte, ich bin mit Alex zusammengefahren und Alex meinte, es fährt so ein bisschen wie ein BMW jetzt. Mhm. Was ja nicht unbedingt schlecht ist, ist halt ziemlich europäisch jetzt, wie das Fahrzeug sich fährt. Und das ist ja nicht mal unbedingt schlecht, ja. Aber rein die Aufmache vom Fahrzeug bleibt ja amerikanisch. Und somit finde ich, ist das eine ziemlich gute Option. Und gerade mit dem Preis und der Leistung, das Fahrzeug ist auch schneller, muss man auch dazu sagen. Und es fährt sich agiler. Also wenn man jetzt hier mal ein bisschen losfährt, du hast direkt Leistung. Und das waren jetzt Viertelgas. Ja, also du hast direkt eine schöne Leistungsentfaltung. Und das muss man denen eben zugute sprechen. Da waren wir alle ein bisschen anti am Anfang. Aber muss man sagen, das hat einen doch schon ein bisschen überzeugt. Ja, einfach vorbeikommen und mal selber fahren, würde ich sagen. Ja. Ist ja bei uns jetzt, genau, das Modell haben wir ja stehen bei uns. Kann Probe gefahren werden. Also einfach vorbeikommen oder richtig da lang. Und ja, diesen Weg. Ach nee, warte. Nee, doch nicht. Wirklich nicht. Nee. Ja, war jetzt eine schöne Fahrt, muss ich sagen. Ja, was ist dein Fazit? Ich bin der Meinung, die Leute müssen es mal Probe fahren. Es fährt sich agiler, es fährt sich sportlicher, es fährt sich besser. Und auch gerade mit dem Aspekt, dass man natürlich ein bisschen umweltbewusster ist, ist natürlich, mittlerweile müssen wir natürlich alle ein bisschen umdenken. Aber das Auto tut seinen Sinn, es hat trotzdem Leistung und es macht sehr viel Spaß. All in all, 20% besser als der alte, mindestens. Was? 20% besser als der alte. Findest du 20% besser? Richtig. Ah, ne, dann ist es ja belegt. Also Leute, anscheinend haben wir hier einen Überzeugten. Überzeugt euch doch selber. Kommt vorbei, macht einen Termin und dann könnt ihr die Kiste selber fahren. Ihr braucht ja hier nicht unter dieser Brücke stehen, sondern warum stehen wir eigentlich hier unter dieser Brücke? Man weiß es nicht. Naja, hier wohnst du doch. Das ist so gemein. Ne? Also für weitere Diss könnt ihr einfach auch, ist Diss eigentlich der Plural? Disses? abonniert den Kanal, dann seht ihr auch die neuesten Modelle, die hier der liebe Luca uns gerade alle beschrieben hat, die ja du alle besorgst aus Amerika. Ja, die habe ich alle bei mir schon zu Hause, okay. Aber bei uns Auto außer nicht. Richtig. Also, abonniert uns, folgt uns, kommentiert. Bis dann.